Ja, eigentlich würde ich sagen, kämpfe ich mit den Windmühlen, nämlich mit den Windkraftwerken, weil wir ja in Österreich doch genug ökologischen Strom haben und deswegen wäre dieses Heizungssystem wirklich angebracht. Wir bringen den Kunden zwei wesentliche Dinge. Das erste ist erhöhte Behaglichkeit, das ist angenehm, und das zweite ist natürlich ein umweltgerechtes Energiemanagement im Haus. Ja, das Hauptproblem, dass eben die Infrarotheizung noch mit der guten alten Stromheizung verwechselt wird, die also vor einigen Jahrzehnten mit irgendwelchen großen Nachtspeichergeräten eine höchst unbehagliche Wärme erzeugt hat. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, das muss ich leider etwas kritisierend sagen, dass es natürlich eine große Lobby gibt für Kesselsysteme, für Zentralheizungssysteme, weil da anerkannte große Unternehmungen dahinter stehen und auch das Wesen der Energieberater eine Ausbildung erhält, wo beispielsweise die Infrarotheizung überhaupt nicht vorkommt und damit können Sie auch keine Vorteile nennen, sondern na, bitte nimm die Wärmepumpe, die ist gefördert, die macht alles und die kriegen wir durch und damit ist gut. Ja, das ist eine ganz tolle Kombination und es ist auch sehr schön, dass die jetzt neue Gesetzgebung, das ist ein Gesetzespaket, das heißt erneuerbaren Ausbau-Gesetzespaket, da ganz stark in diese Richtung geht. Ja, die Autarkie des eigenen Hauses wird gefördert, wenn ich da mehr mache, dann kann ich am Schluss den Strom, auch den Reststrom, den ich noch brauche, noch einmal günstiger beziehen, beziehungsweise kann ich auch in Gemeinschaften zusammenschließen. Ich glaube, das wird da einen guten Durchbruch erzeugen noch einmal, obwohl ja rein von der Behaglichkeit her müssen wir ja überhaupt nichts diskutieren. Und letztlich geht es immer, Energie hin oder her, um eines. Ich wohne, damit es mir gut geht, damit ich mich wohlfühle. Ich wohne nicht, um Energie zu sparen, das ist zwar schön, aber letztlich ist es nicht der Zweck des Wohnens. Naja, das hat sich eigentlich über mehrere Jahre entwickelt. Über freundschaftliche Verhältnisse war ein großer Automobilzulieferer, Magna, ist ja bekannt, glaube ich. Die hatten eine Lacktrocknungsanlage, die war mit Heißluft gemacht und da gab es Qualitätsprobleme und da war irgendwie so die Idee, naja, habt ihr das schon mal mit Infrarottrocknung versucht? Und ich habe gesagt, ja, was soll das sein? Haben wir also wirklich am Küchentisch mehr oder weniger derartige Geräte gebastelt. Die Trocknung hat dann funktioniert, aber so als Nebeneffekt war 90% Energieeinsparung in dem Prozessschritt. Und dann war die Freitagsnachmittags-Idee, könnte das auch bei der Heizung so sein? Wir haben das dann ausprobiert, natürlich ohne Labor, mal einen Winter gewartet, wo was gemessen, verglichen, sind drauf gekommen, die lassen sich bis zu 70% Energie einsparen. Und so ist das langsam entstanden. Was mir persönlich wichtig war, die Theorie dahinter zu entwickeln, weil nur zu sagen, ja, spart bis zu 70% Strom, kauf's. Und ich kann nicht erklären, woher das kommt. Das wäre nicht meins gewesen. Also ich kann es, ist erklärbar, ist Physik, ist kein Mysterium, nichts Mystisches, einfach glatte Physik.